Zum Interleukin-4. IL-4 kann von Gamma-Delta-T-Zellen, Mastzellen, Basophilen, Eosinophilen, NK- und NKT-Zellen produziert werden. Hauptproduzent aber sind TH2-Zellen. Wesentliche Wirkungen von IL-4 sind die Polarisierung von TH0 zu TH2-Zellen und die Hemmung der proinflammatorischen TH1 und M1-Zellen. An B-Zellen induziert IL-4 den Switch zu IgG4 und IgE, reguliert MHC2 hoch und reguliert die Rezeptoren CD23 und IL-4-Rezeptor nach oben. Für B- und T-Zellen ist IL-4 ein Überlebensfaktor. Der IL-4-Rezeptor gehört zu einer großen Familie von Zytokinrezeptoren, die alle eine gemeinsame Gamma-Kette tragen, Gamma C. Der IL-4-Rezeptor ist ein Heterodimer bestehend aus dieser gemeinsamen Gamma-Kette und der IL-4-Rezeptor Alpha-Kette. Von biologischer Bedeutung ist auch die Tatsache, dass die IL-4-Rezeptor Alpha-Kette auch im Interleukin-13-Rezeptor enthalten ist. Der IL-4-Rezeptor trägt dann die gemeinsame Gamma-Kette, während der IL-13-Rezeptor eine spezifische Alpha-Kette enthält. Beide Rezeptoren können Januskinasen aktivieren, aber auch die Tyrosinkinasen 1 und 2, wonach es dann zu einer Signaltransduktion in die Zelle hinein kommen kann. Sind die verschiedenen Kinasen aktiviert, können sie dazu beitragen, dass STAT6 dimerisiert und phosphoryliert wird. Das dimere STAT6 kann dann in den Zellkern transluziert werden, wo es die Transkription der entsprechenden Zielgene veranlasst. Ein Allergen wird zunächst von einer antigenpräsentierenden Zelle aufgenommen, die erzeugten immunogenen Peptide mittels MHC2 präsentiert. Die spezifische T-Zelle erkennt dieses Peptid und leitet die Transkription des IL-4-Gens in die Wege. Kostimulatorische Signale erhält die B-Zelle über CD28, CD80 und 86 sowie den CD40-Ligand und CD40. Wird IL-4 synthetisiert, so findet es auf der B-Zelle den entsprechenden IL-4-Rezeptor. Danach wird die Nutzung der Konstantenkette von IgE C-Epsilon in die Wege geleitet. Dieser Switch-Vorgang ist dafür verantwortlich, dass die B-Zelle nicht mehr IgM, sondern IgE synthetisiert. Im Gefolge kann dann eine spezifische Plasmazelle entstehen, die in der Lage ist, IgE zu sezernieren. IL-4 hat besondere Bedeutung für die Entstehung einer allergischen Sensibilisierung. Verschiedene Noxen können die
Atemwegsschleimhaut etwa schädigen. Es werden dann Zytokine wie das Thymus-Stroma-Lymphopoietin, verschiedene Interleukine produziert, die dendritische Zellen dazu bringen, Allergene aufzunehmen und zu präsentieren. Die präsentierten Peptide werden dann von naiven TH0-Zellen erkannt. Basophile und NKT-Zellen stimulieren dann die TH0-Zelle über IL-4, aber auch autokrin erzeugtes IL-4 trägt dazu bei, dass aus der TH0-Zelle die polarisierte TH2-Zelle entsteht. Diese wiederum kann ebenfalls durch autokrine Effekte die Proliferation der TH2-Zellen weiter fördern. TH2-Zellen haben Helferfunktionen gegenüber allergenspezifischen B-Zellen. Aus diesen entstehen dann zum einen Memory-B-Zellen, zum anderen aber spezifische Plasmazellen, die in der Lage sind, allergenspezifisches IgE zu synthetisieren. Dieses kann dann Mastzellen und basophile Zellen sensibilisieren für die allergische Effektorphase. Fazit: IL-4 ist ein Zytokin, das unter anderem die Entwicklung der TH2-Zellen und die Synthese von IgE fördert.